Der Schlüssel zur nächsten Reise beginnt und endet mit dem Tod. Wegweiser für die Jäger, Kapitel 2, Artikel 4, bei Mission 3 und Folge 2 von Devil May Cry 2. Meine Güte, so viele Zahlen. Uff, kein Bock auf Mathe. Lieber auf Dämonen schlachten. Letztes Mal fliegen gelernt. Mal gucken, was wir heute lernen. Vielleicht das Laufen. Hat er ja ein bisschen Probleme mit. Und übrigens, hier, letzte Folge habe ich noch gesagt, Hideki Kamiya hat Hero 101 gemacht. Ich glaube, das ist ein neues Spiel. Ich meine, ich habe an Beautiful Joe gedacht. Oh, ja, super. Ich danke für den Schaden. Au. Ja, ist in Ordnung. Kann auch rollen. Alter, ist recht. Ist recht. Kommt erstmal zu dir. Das kann doch nicht. Hören Sie mal. Nicht nach unten schießen, nach vorne. Guck auf den Gegner, der Feuer macht. Tante! Das ist in Ordnung, ich muss es nicht sehen. Es reicht, wenn Dante es sieht. Was ist eigentlich aus dem guten Alten? Die Gegner greifen erst dann, wenn sie im Bildschirm sind, geworden aus dem ersten Teil. Das fand ich jetzt frech. Ich habe übrigens vergessen nachzugucken, wie man in diesem Spiel tauntet. Ich immer noch nicht. Oh, das war's nicht. Oder geht das hier in dem Teil vielleicht gar nicht? Vielleicht muss ja auch ein Gegner da sein. War es nicht hier? Ah ja, hier. Die Tür. Oh, hinter uns wird direkt abgeschlossen. Nett. Oh, das fühlt sich nach einem Bosskampf an. Hässlicher Affe. Draguera. Ne, Oranguera. Ich glaube, das ist wirklich so ein Affenviech inspiriert. Ja, aber den kriegen wir schon klein geschossen. Der macht doch gerade relativ wenig. Haben wir den gestaggert? Oh je. Ha, nicht erwischt. Au. Oh, danke für die Heilkugel. Vielleicht wird er mir nur zeigen, was es dir hier gibt. War nett von Boss. Vielleicht ist das ja ein Tutorial. Okay, es ist kein Tutorial. So, ich habe gehört, wir machen jetzt mal ein bisschen Speed Damage. Oh, er hat Ads gespawnt. Wir kommen jetzt ein bisschen spät für dich. Wow. Wozu war ich eigentlich aus? Das war komplett unnötig. Ja, sag mal. Alter, Dante rollt dich halt noch länger. Das hatte ja schon was vom Matrix. Und ein Schlüssel. Ganz ehrlich, mit der Glasdecke da oben ist... Wow. Dante gefühlt der Letzte, der irgendwie einen Schlüssel brauchen würde. So, wo kamen wir her? War das hier? Ja, das war die falsche Richtung. Oder vielleicht auch die richtige. Vielleicht muss ich wieder zurück und dort die Tür öffnen. Sieht so aus. Zumindest habe ich hier jetzt keine Tür mehr gesehen. Warum kann man dieser Affe
Ich spreche den Namen von dem Viech nicht aus. Warum auch immer dieser Affe so einen Schlüssel dabei hatte. Okay. Ich kann mal kurz gucken. Kann ich jetzt inzwischen die Waffen aufbessern? Nee. Schade, schade. Würde gerne länger schießen. Hey, das hier sieht doch nach einer Tür aus, die ich... Darf ich wenigstens die Kugeln einsammeln? Das war jetzt unnötig. Oh, ich wollte noch nicht speichern. Und ja, ich habe das Spiel auch schon mal durchgespielt. Das wäre jetzt nicht der einzige Safe-Account, den ich habe. Ich habe das Spiel auch schon mal geholt. Auf den 64. Und hat sie gern 50 Mal. Sie hat viele Arme, nur ein Herz. Tief im Wasser warten sie auf den Jäger. Wegweiser für die Jäger, Kapitel 4, Artikel 5. Und Missionsstart. Yeah. Cool mans. Only look at the camera. For the explosions. Hep. Ich würde da schon gerne auch mit drauf. Erst zur Not nehme ich meinen Devil Trigger. Oh. Yep. Okay, wer will abgeschossen werden? Dem Messira. Ich finde es ganz nett, dass die Namen mit dabei stehen, aber... Dass da der Lebensbalken unten ist, das... Ich weiß nicht, das hätten sie machen können wie in den anderen Teilen, so dass der... Dass das Fadenkreuz das Leben so ein bisschen symbolisiert. Und abnimmt, wenn sie weniger Leben haben. Also so ein Balken halt darin keiner wird. Oh! Blaue Kugel! Extra Leben! Yeah! Moment, ist das ein ganzes Ort gewesen? So, gehen wir weiter mal Straße runter. Einmal in einer Reihe aufstellen. Hauptsache er schießt, er schlägt in der Luft. Abflug. Schön weggeblieben. Are you ready? Are you okay? Showtime! Hey, wir können ja doch irgendwie Style-Punkte generieren. Keine Ahnung wie, aber hey. Don't worry. Be happy. Auch schon in der letzten Folge haben sie auch, was war's? Ja, stimmt, Demon's Paradise gesagt und hatte direkt mit veränderten Ohren von Gangsters Paradise. Ich finde sowas sehr anfällig. Das war's schon? Ich hab gedacht, wir können machen das mal kurz etwas schneller und jetzt sind sie alle schon tot. Ey! Stylish Erbs aufnehmen. Orbs aufnehmen. Ja, guck mal, es braucht nicht mal einen Wächter für so einen versperrten Weg. Das kann einfach Holz sein. Wo habe ich meine Kettensäge gelassen für solche Fälle? Ja, die liegt irgendwo in Doom wahrscheinlich noch rum. Da war wieder ein blauer Orb. Ach, eins, zwei, nein! Oh mein Gott, die Kamera hier. Oh, okay, ich lasse es nur sein, weil I don't need it, because I have skill or overpowered the item, wie wir beim Finale von DMC 1 gesehen haben. So, ich erinnere mich an die Stelle noch. Da vorne gibt's Geschenke. Ne, gar nicht wahr. Agonoth Inis. Stirb. Er rollt in alle Richtungen.
Er rollt mehr, als er zuschlägt und schießt. Don't worry, be happy. Haben wir den Korkenzieher gespielt. And, yep. Tür geöffnet, so einfach kann's gehen. Ey, neues Talismanstückchen. Streck einfach direkt die Hand aus, wenn du es eh auffängst. Wieso zurückweichen? Quick Heart, ein Zauberstein mit dem Herzen eines laufenden Dämonentieres. Laufen die nicht alle zum Teil? Die haben doch alle Füße. Jo, wir werden jetzt Ariel Heart durch Quick Heart erstmal ersetzen. Damit wir schneller laufen können. Auch wenn Fliegen eine coole Fertigkeit ist. Die wir wahrscheinlich später wieder benutzen werden irgendwann. Ja, ist in Ordnung. Spawnt ruhig. Bis ihr fertig gespawnt seid, bin ich schon längst über alle Berge. Darf ich dich aktivieren? Hallo. Warum tust du nicht? Don't like it. Wahrscheinlich muss ich erstmal an die Tür gehen, die mir sagt, ich soll es aktivieren. So. Nee, sagt sie mir nicht. Normalerweise müssen wir nämlich das Ding davon aktivieren als Schalter, dann geht da die Tür auf und wir müssen mit der Quick Heart Amulett schnell rüberspinnen und dann durchrollen. Das Rollen ist wichtig, glaubt mir. Sonst schafft man es da nicht durch, weil, keine Ahnung, Stand ist zu kurz. War der Leuchtturm gerade irgendwie interessant? Ah! Ich muss hauen. Ich hab doch gehauen, oder? Ja, ist in Ordnung. So, hier schön am Rand bleiben. Wupp! Und durchrollen. Geschafft! Viele Leute haben da an der Stelle Probleme, genauso wie ich, als ich es jetzt mal gespielt habe. Das muss man erstmal wissen. Aber danach ist easy going. Gerade dieses Rollen am Ende da. Unnötiges Detail, finde ich. Naja. Zeit für den nächsten Bosskampf. Jokgalum. Halle frickin' Julia. Es ist nicht schwer, ich habe alle meine Items verwendet, aber es ist einfach zäh. Mir tut übrigens der Zeigefinger weh. Dabei schieße ich, drücke ich die Schusstaste mit dem Mittelfinger, genau, mit dem Daumen. Ah. Ey, eine Schrotflinte, ich dachte eigentlich, ich krieg ein Motorrad. Versteht mich nicht falsch, das war ziemlich awesome und sau cool. Aber hat er nicht Flügel? Meinen ja nur. Okay, wir machen noch die nächste. Bin mir nicht sicher, wie lange wir jetzt gerade machen.
weil ich das nächste hier, diesen ganzen Bosskampf, ein bisschen für euch vorspulen werde. Ja, vor deinen Augen, doch weit von deinen Gedanken und der Jägeroption entfernt. Gedanken muss die Jägeroption schätzen. Wegweise der Jäger, Kapitel 5, Artikel 4, Mission Start. So, was gibt's hier? Oh, nur eine Wand zum Langlaufen. Ah. Die Pforte. Oh, Hundis. Gary. Hallo, Gary. Alter. Nervig. Hallo. Hey, ist in Ordnung. Ja, jetzt hört er mal auf. Ich fand's nett, dass er sich gerade richtig hart von mir angreifen hat lassen. Ah, ja, ist in Ordnung. So, und bleib liegen. Das ist nicht mein Verständnis von liegen bleiben, aber okay, I take it. Oh! Nächster Boss. Stell dich hinten an. Von dir habe ich genügend. Als Sorte meine ich. Alter, macht das Schild halt noch größer. Die Blutziege. Ah ja, stimmt, das sind die Viecher. Ich erinnere mich. Jetzt bleib in der Luft, du Mistviech. Puja. Det. Noch mehr Blutziegen. Au. Au. Und den. Auf geht's in die Tiefgarage. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. So wie sie mich da wieder rauslassen. Das sieht nämlich nach dem Eingang aus. Ey, ehemaliger Boss ist jetzt normaler Gegner. Das habe ich ja noch in keinem Spiel bisher gesehen. Wobei, vielleicht war das damals ja was Neues. Weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt auch wieder vergessen, dass das passiert. Ich habe Devil May Cry 2, glaube ich, auch nur einmal wirklich durchgespielt. Au. Auch nur der Story wählen. Damit ich da schön alles miterlebe. Weil das macht man so als Fan. Man guckt sich die Story an. Ich versuche jetzt auch mal die ganzen Kleinviecher noch ein bisschen mitzunehmen. Hey, die Kleinviecher mitnehmen, damit ich ein bisschen Devil Trigger bekomme. Wobei ich nicht weiß, ob ich die hier wirklich töten soll. Wisst ihr was? Ich glaube, wir laufen einfach mal ein bisschen nach vorne. Mal gucken, ob wir überhaupt bekämpfen müssen. Oh, nein, hätten wir gar nicht. Oh, da sind wir. Der Endboss. Der schlimmste Gegner von allen. Der infizierte Panzer. Oh Gott. Wir haben keine Chance vor diesem... vor diesem... Unding. Wie sollen wir gegen nur so etwas fertig werden? Er macht uns mit einem Schuss zunichte. Er hat den Lauf zu weit oben. Das ist einfach nur ein Mistdesign. Also es tut mir leid. Aber wer das Ding designt hat... Puh. Tut mir auch ein bisschen leid um Izuno-san und die anderen. Are you ready? Na, reicht's schon?
allem der Schaden. Was ist das hier für ein Schaden, den sie hier anstellen? Bullet Sponges, wie sie im Buche stehen. Au! So, der ist kaputt. Auf zum nächsten. Und ein bisschen aufpassen. Moment mal, müssen wir nicht hier die Dings hoch, die Straße hoch? Machen wir auch schön in Rädern. Oh, da ist noch ein infizierter Panzer. Weil wenn wir nicht auf Bullet Sponges draufhauen müssen... Ey, blaues Orb. Blorb. Ah, wir sind wieder unten. Okay, war nur für ein blaues Orb. Dann gehen wir mal trotzdem mal ein bisschen in die Richtung. Oder müssen wir wirklich die Panzer kaputt hauen? Sieht so aus. Dann kriegt der zweite Panzer auch auf die Fresen. Oh, warte mal, das ist eine Tür. Ah, das sind jede Menge Türen. Okay. Ist ja gut. Wir stellen uns den furchterregenden Kampf gegen Mann gegen Panzer. Seeklar. Bingo Bongo. Ey, mein neuen Move. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das Kombosystem in dem Spiel funktioniert. Okay, der Panzer ist besiegt. Ja, ich weiß, der da oben, aber kommt mir irgendwie nicht. Boah, müssen wir wirklich alle Panzer kaputt hauen? Nicht schießen. Wir schießen hier nicht immer in dem Fall. Ich meine, es könnte schlimmer sein, ein infizierter Panzer. Da könnten ganz andere Viecher stehen. So theoretisch. Ey. Oh, stimmt, wir haben jetzt auch die Schrotflinte. Das ist übrigens eines der Dinge, die hier eingeführt wurde. Das schnelle Switchen zwischen zwei Waffen. Bei Devil May Cry mussten wir die Taste runterdrücken, dann hat das ein bisschen gedauert, da kam so eine Animation. Hier können wir. Ach so, einfach nur alles einsammeln und dann hier langlaufen. Ein infizierter Helikopter. Habe ich nicht vorhin noch gesagt, es könnte widerlicher sein als ein infizierter Panzer? Uah, der hat sogar ein Auge. Mach mal nicht Auge. Wir fliehen mal in die Ruinen des Gebäudes, des Gehauses. Genau, jetzt dürfen wir ja hochfliehen. Vor allem dürfen, sollen. Geht übrigens leicht, indem wir einfach hochflattern, ich will erstmal ein bisschen nach oben kommen, bis... Genau. Bis ich meine Flügel ausbreite. Ja, diese spannende Wegrennpassage. Das Feuer holt uns ein. Wir müssen uns beeilen, bevor wir niederbrennen. Denn hier, Dämonen und Feuer ist halt ein No-Go. So, man hat zur Tür geschafft. Huch, war das schwer. Da ist er, der Panzer. Gehen wir mal zum Helipad, bevor wir uns jetzt unsere Munition wegballern, die unendlich ist.
Yeah, die Matrix-reife Flucht. Ich muss schon sagen, ein paar dieser Cutscenes sind schon echt awesome. So, die Flucht geht noch ein bisschen weiter. Wir müssen nämlich komplett nach oben auf eines dieser Gebäude. Genau. Dante? Willst du nicht da hoch? Für mich? Danke. Da habe ich Geld gesehen und wollte es haben. Oh, jetzt kommen diese Puella-Flügelfiecher wieder. Hula Devil. Nein! Wir können hier übrigens theoretisch wieder komplett runterfallen und dürfen wieder hochklettern. Das würde ich gerne vermeiden. Dafür müsste ich aber auch erstmal hochkommen. Übrigens, hier geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Oh. Dann chasen wir drauf. Flucht! Wow. Wow. Was ein Bogen ich da gesprungen bin. Habt ihr das gesehen? Das sieht aus wie das Gebäude, wenn ich in Spider-Man 2 immer hochgeklettert bin. Hier geht's dann weiter. Wer hätte gedacht, dass man in einem Kampfspiel mal klettern muss? Oh nein. Nein! Oh. Komm, noch eine Stufe, noch eine Stufe. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel angelangt und dürfen uns jetzt den Bosskampf gegen den infizierten Helikopter widmen. Yeah! Wir sehen uns nach dem Cut wieder. Meine Finger. Den Raketen unbedingt ausweichen, auf die hat keiner Bock. Piu 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 piu. Willkommen zurück in normaler Geschwindigkeit. Ich hoffe, ihr versteht inzwischen, warum ich gemeint habe, dass ich so ein bisschen... Oh je, voll auf mir gelandet. Zweischneidig dieses Spiel. Hauptsache noch eine coole Pause am Ende. Genau, das war wahrscheinlich wieder ein Überlänge-Part von DMC für euch. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht. Haut da rein, bis dann. Ciao, ciao. See you online. Viel Spaß.